Herzlich willkommen zum 60er E-Talk, Ausgabe 108. Wir treffen uns am Sonntagabend, zwei Tage nach dem letzten Heimspiel dieser, ja, ohne Adjektiv an dieser Stelle versehenen Saison gegen Waldhof Mannheim. Die Löwen haben 3-1 gewonnen und gleichzeitig, wichtiger Punkt, hat heute die SV Elversberg den Aufstieg in die zweite Liga sichergestellt. Ich habe ja gedacht, das war schon am Samstagabend der Fall, aber tatsächlich durch dieses 2:2 des ersten FC Saarbrücken ist es jetzt also soweit, Elversberg verlässt die Liga nach nur einem Jahr in die Richtung, mit der keiner gerechnet hat, und wir sind natürlich sportlich fair und gratulieren dazu. Mehr müssen wir aber dann da auch nicht drüber reden. Ich glaube, über Elversberg haben wir dieses Jahr eh viel geredet, also speziell über das kulinarische Angebot, was es dort zum Besten gab. Da war ja ein großer Freund des kulinarischen Angebots, der Bernd. Wer uns zusieht, der vermisst den heute hier. Ich glaube, der Bernd hat am Freitagabend ein bisschen zu viel geschrien. Wir wollen mal nicht jetzt fragen, was er da so geschrien hat. Sicherlich nur Positives. Und es gab ja auch dreimal Torjubel zu beschreien. Er ist heiser und kann zwar sich um die Taktiktafel kümmern, aber heute eben hier am Talk leider nicht teilnehmen. Wir sind traurig darüber, aber wir haben sicherlich adäquaten Ersatz, sage ich jetzt einfach mal. Und ansonsten über irgendwelche technischen Daten reden wir dann vielleicht heute ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz begrüße ich erstmal die zwei Redaktionsmitgliedergäste. Hallo Jan, hallo Flo. Guten Abend. Servus. Ja, an der Stelle gibt es einen ganz kurzen Moderatorenwechsel aufgrund von Internetproblemen. Vorher übernehme ich im Nachhinein nochmal kurz diesen Job. Als nächstes stellt sich Marco vor, der ist bei uns als externer Gast eingeladen, hat sich wie auch alle anderen zuvor beworben und darf gern bei uns sprechen. Freuen uns sehr, dass Marco mit dabei ist. Marco, dann stell dich doch jetzt mal bitte allen Zuhörern vor. Ja, passt. Genau, Marco. Bin hier aus der Nähe von Ingolstadt bei einem kleineren Fanclub, Löwenfanclub Hörnbach, zweiter Vorstand. Ja, habe seit 19 Jahren eine Dauerkarte, auch in allen Stadien, die es da so gab, auch früher bei den Amas noch mit unterwegs. Auch so sehr viel gefahren natürlich an Stadien und Saisons. Und ja, freue mich, heute mit dabei zu sein. Gleich mal an der Stelle dann die Frage, in der Saison, also Dauerkarte, da gehe ich davon aus, dass man in der Regel dann auch in Giesing dich angetroffen hat. Wie war es auswärts so? Warst du auch viel genießerisch unterwegs, oder? Ja, also ich würde es mal sagen, so jedes zweite Spiel war ich auf jeden Fall mit dabei. Ich versuche mich eigentlich jedes Jahr immer ein bisschen selber einzubremsen, weil ich sage, okay, habe ich schon alles gesehen, brauche ich nicht mehr. Und man fokussiert sich so auf die Highlights, aber irgendwie juckt es einen dann doch wieder und dann fährt man doch öfters, als man eigentlich gedacht hat. Sehr gut. Gute Einstellung. Und ja, manchmal macht es ja auch Spaß. Dieses Jahr war es manchmal ein bisschen zart, dann irgendwie sich überhaupt zu motivieren, oder? Ja, also das definitiv. Kann von Glück reden, dass meine Freunde mich dann auch ab und zu einfach mitziehen und da einfach so ein Ping-Pong-Effekt entsteht, wer den anderen gerade motivieren muss, dass der dann auch mitkommt. Also von der Motivation würde ich fast behaupten, hätte es nicht gefehlt. War halt dann auch oft meistens einfach auch zeitlich der Fall, dass man sagt, okay, wenn man nicht kann, dann kann man halt wirklich nicht. Okay. Wie groß ist euer Fanclub, wo ihr jetzt seid? Also der Fanclub hat jetzt so über 180 Mitglieder, ist die letzten Jahre auch rasant gewachsen. Also von, glaube ich, anfänglich 30 oder 33 Mitgliedern, so jetzt auf 100, über 180. Ja, macht uns dann natürlich auch stolz, dass so die Arbeit ein bisschen gewürdigt wird, dass die Leute da Spaß dran haben. Das aber auch, also wo mir ein wichtiges Thema war, einfach die Jahreskarten und die Auswärtsfahrerzahl nach oben ging. Also es ist nicht bloß irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt 100 Mitglieder, dass wir 180 Mitglieder haben, sondern wirklich auch die Leute halt bei der Stange halten, so in Stadien mitnehmen, Heimspielbusse machen oder halt noch auswärts mal eine Zugverbindung. Noch ein zweites, aber letztes Mal muss ich einspringen. In der Folge geht es dann darum, wie so eine Organisation, eine Auswärtsfahrt bei so einem mitgliederstarken Löwen-Fanclub denn vonstatten geht, und davon erzählt jetzt Marco in der Folge. Da muss man sich schon fast immer die Spiele aussuchen, wo man weiß, okay, der Gästeblock ist für Löwen reserviert, also sowas wie Freiburg 2 oder Elversberg, muss man sich da raussuchen, weil man weiß, okay, da kriegt man Karten. Oder kriegt man halt die 30 Karten, die man für den Bus braucht, weil unter 30 Karten den Bus zu machen, ist halt dann auch für den Fanclub nicht wirklich rentabel.
Genau, und da schauen wir halt dann immer, dass wir schon, also ich glaube, letztes Jahr haben wir 3 oder 4 Heimspielbusse gemacht und 3 Auswärtsbusse, die aber allesamt super angenommen worden sind. Ist auch für die Region natürlich echt immer ein Highlight. Und das bekommt man dann halt auch zurück. Also da merkt man schon, dass da einfach was fehlt, so ein bisschen so zwischen Pfaffenhofen und Ingolstadt. Ja, und das versuchen wir jetzt gerade so ein bisschen aufzufüllen. Gut. Jetzt am Freitagabend gab es ja auch einen Streik der MVG. Am Freitagabend individuell angereist. Also ich gehe davon aus, dass du da warst. Und hat alles gut geklappt mit der Anreise? Oder wie konntest du das Problem des Streiks umgehen oder lösen? Ja, das hat alles gut geklappt. Das war mit dem Auto dann tatsächlich, ist auch manchmal halt der Fall. Waren aber schon frühzeitig in Giesing, weil ja, Brückentag hatte ich eh frei. Sind Perfekt. um 14 Uhr raufgefahren. Das Ding ist eher, wenn wir wirklich mit dem Zug rauffahren, dann ist es so, dass uns dieser MVV-Tarif halt nicht mehr tangiert, sondern wir sowieso nochmal extra ein Bayern-Ticket immer kaufen müssen. Ja, also meistens ist das Fanclub so ein bisschen aufgespalten, weil ein Teil fährt ja mit dem Bus rauf, weil ein anderer Fanclub bei uns durch ein Dorf durchfährt und der andere Teil fährt dann mit dem Zug. Okay. Ja, am Freitagabend, Stichwort Streik. Jan, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das, du hast eine kleine Pause gehabt, auch bei Heimspielen, oder? Oder warst du gegen Freiburg 2 da? Nein, In eben Freiburg war nicht. ich ja noch im Urlaub, Auf deswegen Reisen? Genau. war ich da Bei auf Reisen Reut? und abtrünnig, sag ich mal. Ja. Bei Reut warst du aber da gewesen. Ja. Bei heute war ich da, genau. Und ich habe am Freitag auch Glück gehabt, bin auch wie der Marco relativ früh angereist. Habe beim Redaktionskollegen Flo, der zum einen hier anwesend ist, zum anderen auch eben nicht recht weit weg wohnt vom Stadion, noch ein Kaltgetränk genossen. Und da fuhr tatsächlich die U6 noch und auch der Bus. Deswegen habe ich irgendwie keine Probleme gehabt und habe da ein bisschen Puffer eingeplant gehabt, aber der war dann letztendlich auch unnötig. Perfekt. Also, ich weiß gar nicht, wie. Es gab ja manche Leute, die vermutet haben, dass das Stadion halb leer nur sein wird, aufgrund der Streiksituation. Aber es war im Grunde genommen von der Fülle, so wie die letzten Male halt auch. Also, es war jetzt nicht streikbedingt, oder? Dass da ein paar Plätze frei geblieben sind, sondern Ich einfach fand die es eigentlich, Situation. also ich habe gegen Freiburg war ich ja nicht da, wie gesagt, aber ich fand es ziemlich gut. Ich fand auch die Stimmung dafür, dass es eigentlich um wirklich auf beiden Seiten um nichts mehr ging, gerade auf unserer Seite sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut ist auch übertrieben, aber auf jeden Fall ordentlich, lautstark, auch spielbezogen. Ich habe tatsächlich mit viel mehr Vereinspolitischem gerechnet, gerade auch, weil es um gar nichts mehr geht und wir ja später auch noch drauf kommen, am Mittwoch ja auch ein Besuch von Hasan Ismail ins Haus steht. Da habe ich tatsächlich gerechnet, dass da viel mehr sich der Fokus drauf richtet, aber da hat der Capo, der Vorsänger, eben ganz am Ende mal dann noch einen Gesang angestimmt, aber im Großen und Ganzen ging es ja wirklich um die Mannschaft zu unterstützen, um die Spieler zu verabschieden, die sich ja dann zahlreiche Kandidaten eben auch jetzt nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen werden. Also das fand ich wirklich mehr als ordentlich. Die Stehhalle auch ein bisschen besser als sonst. Immer noch schade, dass das ein bisschen eingeschlafen ist und vielleicht zu früher. Da kam ja deutlich mehr mal. Aber gut, ist halt jetzt so, hat sich so entwickelt. Schauen wir mal, ob es vielleicht mit der sportlichen Situation zu tun hatte. Flo, du bist so schweigsam heute. Jetzt müssen wir dich auch mal ins Boot holen. Ich hatte so den Eindruck vor dem Spiel, also zum Beispiel am Grünspitz, alle wollten jetzt irgendwie einen schönen und würdigen oder würdigen einen Saisonabschluss irgendwie feiern mit diesem Spiel, wo es für beide Teams um die goldene Ananas geht, wo man dann irgendwie rausgeht und sagt, okay, so machen wir einen Haken dahinter, aber heute hat man nochmal einen schönen Abend irgendwie gehabt. Auch dein Eindruck und dann gleich die anschließende Frage, und ist das dann auch gelungen eigentlich mit diesem schönen Abend aus deiner Sicht? Ja, ich hatte eigentlich einen relativ schönen Nachmittag. Ich war daheim, da hat der Jan mich besucht, weil ich muss jetzt halt nicht auf die MVG zurückgreifen, wenn ich ins Stadion will, zum Glück. Richtig. Ja, da war ich auch am Grünspitz. Ich glaube, wir haben uns vor dem Spiel auch gesehen. Ganz kurz, ja. Und dann während dem Spiel, ich meine, es war ein netter Abend. Ich meine, Marco, wir haben ja im Block kurz geratscht gehabt. Ja. Das war relativ nett. Also spielerische, so, du hast so die früh 3 Tore gemacht und dann ist halt das Spiel so vor sich hingeplätschert. Hast halt ein bisschen mitsupportet, hast dich ein bisschen unterhalten, hast da ein Bierchen getrunken. Das war eigentlich das, was ich am Stadion Touristen nicht so gern habe, habe ich mich bei dem Spiel selber erwischt, wie ich es gemacht habe. Aber das durfte dann auch mal sein in dem Fall, oder? Ich fand tatsächlich auffällig oder ich fand es ganz spannend. Also ich habe mir vorher auch die Frage gestellt, naja, wie wird jetzt der Waldhof da auftreten? Also sowohl was die Fanszene angeht, gut, wobei die auswärts insgesamt eher, also im Vergleich zu dem, was die zu Hause schon auf die Beine stellen, sehr enttäuschend. Ich glaube, die waren da die Woche davor in Zwickau auch nur mit 200 Leuten oder so.
Aber auch so die Mannschaft. Und ich fand es dann so ein bisschen, also mir hat es dann beim Zuschauen immer gedacht, naja gut, da war Althof auch irgendwie lustlos. Ja, und wenigstens, also die Unseren haben das ja relativ, der Bernd mir vorhin auch noch dann zugesteckt. Bei uns war es eigentlich sehr konzentriert und konsequent gespielt und im Endeffekt schon aus einer Kontrolle heraus, aber dann doch irgendwie die so ein bisschen versöhnlichen Abschluss gefunden. Stimmt ihr mir dazu? Ich würde jetzt mal sagen, sowohl auf dem Spielfeld als auch im Block. Also allein das jetzt bei diesem Mannheim und 60 haben jetzt ja nicht die besten Beziehungen, sagen wir es mal so. Dass jetzt da nur 900 Gästefans mitkommen und nicht die den Gästeblock voll machen können, ist schon mal bezeichnend. Also da ist wahrscheinlich auch Enttäuschung nach den letzten Spielen da gewesen. Klar ist, wenn ich jetzt gegen Zwickau und gegen Oldenburg, die ja abgestiegen sind, den Aufstieg verspiele oder zumindest noch die theoretischen Chancen, die ich da gehabt habe. Ist das sicherlich frustrierend und dann, dass ich das vermeintliche Highlight-Spiel in München dann nicht mehr mitnehme, ist vielleicht auch klar, weil es dann, wenn das dann das erste Auswärtsspiel ist nach den beiden Spielen. Ja, Ja, während es die. und auf dem Ja, Spielfeld, also. achso, ja. Sorry. Nee, mir ist bloß auch aufgefallen, dass die Mannheim-Fans dann auch nach Spielbeginn erst gekommen sind. Waren auch irgendwo wahrscheinlich noch in der Stadt unterwegs, wurden da kontrolliert oder sonst was, keine Ahnung. Hab nichts mitbekommen, dass sich der Block nach und nach gefüllt hat. Aber also ich vergleiche die immer ganz gerne mit Saarbrücken. Da war irgendwie, weiß also nicht, hat man schon gemerkt, dass bei denen einfach auch die Luft raus war. Wobei die, wie gesagt, insgesamt, ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, da war ja auch dann Corona mal, aber die waren mal im Anfang 2020, glaube ich, bei so einem 1-1, so in der Anfangszeit von Michi Kölner, da waren es da viel mehr, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist nicht so die Auswärtsfahrer-Crew. Ich hatte übrigens die Theorie, dass die organisierte Szene von denen auch dem Streik zum Opfer gefallen ist, dass die irgendwie vielleicht mit dem Zug da waren und es dann halt irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Dann für einen Rückweg wurde ja dann durchgesagt. Weiß nicht, ob ihr das in der Westkurve auch hören konntet. Ja. Shuttlebusse hat man ihnen bereitgestellt. Die Ja. haben wir auch gesehen nach dem Spiel. Also die sind nach dem Spiel am Grünspitz vorbeigefahren. Mein Sohn hat mich dann gefragt, wer bezahlt die dann eigentlich, die Shuttlebusse? Ja, aber die haben wir auch immer. Also egal, wo wir eigentlich hinfahren, gibt es ja immer Shuttlebusse. Absolut, aber in München ist es eher nicht der Fall, weil da gibt es Nein. ja, braucht es nicht, öffentliche Verkehrsmittel. Ne? Genau. Die spannende Frage ist, wie die Shuttlebusse dann gefahren sind, ob die dann auf direktem Weg oder so, wie wir das auch kennen, dass man in Magdeburg erstmal eine Dreiviertelstunde oder wo machen sie es auch gern? Ich glaube, in Karlsruhe wird, nee, Ja, ich weiß nicht, überall bist du in eigentlich. Essen mit dem Shuttlebus gefahren? Mit dem Essener Shuttlebus bist du auch durch die Pampa gefahren? Echt? Ja. Okay. In Braunschweig ist es auch total krass, weil da kannst du ja fast zu Fuß laufen vom Bahnhof zum Stadion und da, der Shuttlebus beschert eine Dreiviertelstunde. Naja, gut. Wir reden jetzt hier aber nicht über Shuttlebusse. Reden wir aber über das Spiel. Jan, du wolltest eh gerade schon anfangen. Da gibt es ja schon auch was zu besprechen. Allein, ja, Lex trifft zum Abschied. Wilsch und Wein dürfen nochmal ran. Ja, du wolltest aber gleich vielleicht was ganz anderes sagen. Nö, also ich meine, im Großen und Ganzen hat man bei Mannheim gemerkt, ich denke, wie bei den Fans auch, ist die Luft halt gerade erst raus gewesen. Die waren wahrscheinlich enttäuscht von ihren letzten Leistungen, wobei die letzten Spiele ja nicht nur die letzten beiden, sondern auch schon eine kleine Serie war, wo sie wirklich nicht so gute Auftritte erwischt haben. Entsprechend war wahrscheinlich die Motivation jetzt nicht ganz so hoch, bei uns da alles zu geben. Bei unserer Mannschaft hingegen ist ja schon länger klar und absehbar, dass es jetzt wirklich um nichts mehr geht. Also zum einen den Aufstieg verspielt, zum anderen eben den DFB-Pokalplatz, Starterplatz. Aber Jakubacz hat ihn so ein bisschen das eingeimpft, glaube ich, dass er einfach jedes Spiel gewinnen will. Hat er ja wirklich mantramäßig betont in den letzten Wochen. Und finde, das hat man auch gesehen. Also ich meine, die haben sehr energisch gespielt, wie Bernd das auch sagt, konzentriert. Habe ich auch so wahrgenommen. Und doch eine sehr gelungene Leistung jetzt zum Saisonabschluss auf heimischem Platz. So habe ich es zumindest wahrgenommen aus der Westkurve. Stefan Lex trifft zum Abschied. Das hat ja irgendwie auch total gepasst, oder? Flo? Große So. Freude. Das, ja. Also keine Ahnung, mich freut es für den Lex unfassbar. Ich meine, dass er ein Tor schießt zum Abschied, ist halt überragend. Ich meine, der hat die letzten Jahre alles für uns gegeben und ich finde, das ist ihm vergönnt, vor allem, dass er es beim Heimspiel macht. Ich habe mir bei dem Tor gedacht, mein Gott, geil, dass der reingeht, weil so ein Ball ist in seiner Zeit jetzt leider auch häufig dann mal nicht reingegangen irgendwie, ja. Und es war ja schon sehr elegant auch. Das ist aber phasenweise, weil der Lex schießt dir in 5 Spielen 5 Tore und dann schießt er dir in 10 Spielen kein Tor. Und dann während diesen 5 Spielen geht jeder Ball rein und während den 10 kann er 2 Meter vom Tor stehen und den Ball drüber holzen. Oder auch mal in einem Spiel 5, wie da in Duisburg von einem guten Jahr. Oder waren es 4 oder was, ne? Aber ja, aber.
Also auf jeden Fall war das sehr passend, dass der reingegangen ist. Lakenmacher, auch cool, dass er getroffen hat. Jan, du hast irgendwie da von einer Erlösung thematisiert. Ja, ich habe es zum einen, kann man es ganz gut beobachten aus der Westkurve, wie wirklich auch die ganze Mannschaft von der Bank aufgesprungen ist und auch die auf dem Feld zu ihm hingelaufen sind und gesagt haben, hey, cool. Aber auch so hat man ja, man weiß ja, wie lange es der Finn nicht mehr getroffen hat. Am Anfang lief es ja richtig gut für ihn, teilweise mit 3 Toren pro Spiel. Und da war ja schon der neue Stürmer und der Ersatz für den Mölders quasi so ein bisschen auch gefühlt. Dann kam jetzt ganz lange gar nichts. Ich glaube, dass auf so einem jungen Spieler dann schon ein gewisser Druck lastet. Meiner Stürmer wirst du schon dran gemessen. Und gerade von den Fans, ob du jetzt Tore schießt, da ist jetzt, werden da zwar rausgesucht, glaube, dass der Lakenmacher jetzt am Wochenende wie 95%, also am Freitag 95% seiner Pässe an Mann gebracht hat. Das klingt dann zwar super gut, aber als Stürmer ist das den Fans dann eigentlich herzlich egal. Das liest man halt so nebenbei, aber im Endeffekt zählt halt, ob der jetzt ein Tor macht oder nicht, ob der Name auf der Anzeigetafel bzw. im Spielbericht dann auftaucht. Das hat er jetzt dieses Mal wieder geschafft. Auch mit einem schönen Treffer, wie ich finde. Er setzt sich da gut durch und gibt ihm nochmal einen Push vielleicht für nächste Saison und auch generell. Ich mag ihn eigentlich ganz gern. Ich habe ja auch so ein bisschen, also ich kenne da einen, der ihn persönlich auch kennt und vor seinem Wechsel schon mit ihm drüber gesprochen. Also nicht mit dem Lakenmacher selber, sondern mit dem Bekannten von ihm und würde mich freuen, wenn er jetzt im nächsten Jahr wieder gut durchstarten kann und da ein paar mehr Tore erzielt für uns. Für uns bei 60er.de ist natürlich der Lackmau auch ganz besonders wichtig, weil wir ja damals von dem Fanbeauftragten nach dem Havelse-Spiel exklusiv erfahren haben, dass er zu uns kommt. Abschiede wurden auch gefeiert. Ich hatte mir vorgenommen, mal früher reinzugehen, um da auch noch dann dabei zu sein, wenn irgendwie diese Abschiede vollzogen werden. Dann war es so nett und so lustig am Grünspitz, dass man halt doch leider wieder sehr spät erst drin war. War einer von euch da mit dabei, als irgendwie hat jemand Ja. genickt? Nein? Ja, ich war dabei. Ja, und also kannst du ganz kurz, wie war das? Also, Sie haben da Ihre Schilder da überreicht bekommen oder wie war dann da so im Stadion? Haben die Leute das überhaupt richtig wahrgenommen oder? Ja, das hat man schon wahrgenommen, war jetzt noch nicht so gut gefühlt, weil ich war, glaube ich, eine Stunde früher drin, um auch die Fahne aufzuhängen im Block J. Habe mir das Ganze dann angeschaut, war dann auch das, ja, war ja vor irgendwie so ein bisschen Geheimniskrämerei, wer dann wirklich verabschiedet wird und wer nicht. Das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Weil sich die Leute ja halt auch irgendwie drauf einstellen wollen. Teilweise wollen ja die Leute dann das Trikot nochmal anziehen von dem verabschiedeten Spieler und so weiter und so fort. Das haben sie ja dann ein bisschen geheim gehalten. Nur beim Wilsch und beim Lex war es ja klar, weil sie da gleich wieder ein Video gemacht haben. Also irgendwie finde ich da die Schere ein bisschen komisch, weil okay, bei den einen machst du ein Video, bei den anderen sagst du gar nicht, ob die verabschiedet werden oder nicht. Aber die Zeremonie an sich fand ich cool und passend. Also ich weiß es auch nicht, roten Teppich ausrollen würden wir ihn jetzt sowieso nicht, aber ich Einen fand es blauen, cool und wenn dann. passend. Ja, eben, deswegen blauen. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, aber vielleicht Baker hier irgendwie. Das war mir, weil war das die Überraschung oder wie? Also Baker hier, gut, Boyamba, könnte man jetzt hier nochmal diskutieren, ob da vielleicht auch die Schnapsgeschichte eine Rolle gespielt hat oder so, aber dass der Baker hier irgendwie weggeht, Flo, oder du als häufig sehr gut unterrichteter Fan, wusstest du es schon wieder früher oder bist du auch überrascht gewesen? Ich habe mich tatsächlich gar nicht damit beschäftigt, wer geht oder nicht, weil mir das im Endeffekt egal ist, weil für mich zählt der Kader, der am Anfang der nächsten Saison steht. Und ich meine, man hat sich ja eher auf Deichmann und Wörl als Wunsch, die bleiben, eingeschossen. Und dann hieß es ja, der, aber Baker hier ist bei mir auch unterm Radar geflogen. Ich glaube aber, dass der auch nächstes Jahr, ich weiß, nicht gebraucht wird, ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich finde, du hast mit dem Lang und einem Verlat eigentlich deine Innenverteidigung und die Rolle als dritter Innenverteidiger, gerade der Baker hier hat, könnte theoretisch der Glück oder ist meiner Meinung nach eine Option für ein Glück, wenn er aus, ich glaube, Kassel zurückkommt, weil er da relativ gut gespielt hat, dass er die dann versucht einzunehmen. Die Frage ist halt auch, ob das so ein kleiner Fingerzeig ist, dass man sagt, der Mogalla will, soll noch mal gehalten werden ein Jahr. Ich Könnte auch glaube eher, dass der sein. Mogalla als Rechtsverteidiger eingeplant ist. Ja, aber der könnte natürlich auch innen spielen, also. Aber beim Wobei Baker ich auch hier. glaube, dass das ein eigener Wunsch war, der Wechselwunsch. Also meine persönliche Einschätzung ist so, dass der Belkair jetzt immer noch mal woanders probieren will, weil bei uns war es ja auch immer so Licht und Schatten, die Auftritte. Und er sich dann irgendwie selber gesagt hat, okay, wir müssen mal woanders probieren. Weil ich In glaube, der nächstes Jahr dritten hat er dann Liga? gute Chancen. In der dritten Liga? Also ich denke schon, dass der in der dritten Liga bei der Hälfte der Vereine auf jeden Fall spielen würde. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich hatte eigentlich der war ja da schon mal so auch dieser Shootingstar da irgendwie. Ich glaube, das war so Ende 20 oder Anfang 21 in dieser Ende ganz. 19, wo er sich das Kreuzband gerissen hat.
Ja, aber danach dann, meine ich da mit Also. diesem Corona-Zeit, 5-0 daheim gegen Waldhof und in Lautern irgendwie 3-0 gewonnen. Und dann war er doch da der große, irgendwie hat man ja Ja, ihn das irgend so dem Problem beim Baker. Roten verglichen auch. Das Problem am Baker hier ist, das ist, Ja? wenn er einen guten Tag hat, ist er einer der drei besten Spieler auf dem Platz. Aber dann hat er halt auch Tage, wo man, der hat für mich ein bisschen das Ding, Biancardi-Syndrom, dass er halt in manchen Spielen der beste Mann auf dem Platz ist und dann teilweise so stark abfällt. Und Okay. Duisburg. Duisburg, genau, wo du halt dann als Spieler in der dritten Liga, mit dem du aufsteigen willst, ist es schön, dass er Höhen hat, aber du brauchst halt einen Spieler, der zum Beispiel wie der Deichmann, der halt jedes Spiel gut ist, ab und zu nach oben, nach unten ein bisschen ausschlägt, aber halt keine Riesenwellen hat wie der Baker hier. Und ich glaube, dass wenn der vielleicht in einem ruhigeren Umfeld bei einem Verein spielt, wo er nicht so viel Druck hat, lass den nächstes Jahr, keine Ahnung, Jetzt bei Sandhausen. Sandhausen Oh. spielen, mein Gott, dann spielt der da wahrscheinlich als bester Innenverteidiger. Okay. Ein Satz, und ihr seid nicht drauf eingegangen jetzt, aber Boyamba hat mich auch dann überrascht. Oder war das nach der Geschichte klar, dass der keine Zukunft bei uns hat? Nee. Das war, dachte ich, schon länger klar, dass er keine Zukunft hat. Das kam doch schon vor dem Schnapsgerücht um ihn rum. Echt? Siehst du, Ich da dachte bist du schon. wieder. Ja, gut, Schade, aber fand ich. ein Jahr bei einem Verein zu bleiben, ist halt schon auch wenig. Also irgendwie Hm? hätte ich mir da schon auch noch mal zumindest das eine Jahr als Vergleich gewünscht. Und nachdem er insbesondere vor der Geschichte ja doch irgendwie ganz gut dann in den Tritt gekommen war und so, also das bedauere ich ein bisschen, ehrlich gesagt. Irgendwo, Jan, dich hat überrascht, dass der Holzhauser nicht dabei war zum Abschied feiern, oder? Aber der hatte doch jetzt irgendwie diesen Trauerfall oder so, oder ist der, Ach, deswegen, ja, okay, ich habe dachte das ich jetzt. jetzt, also, oder Ja, haben sie durch. Trauerfall. Haben sie was gesagt bei der Ja. Verabschiedung, dass der halt heute nicht da ist, aber auch danke. Wegen dem Trauerfall irgendwie im persönlichen Umfeld ist er nicht da und verabschieden sie natürlich auch. Ah, okay. Okay. Ja. Okay. Danach gab es dann von der Mannschaft noch ein Dankeschön. Der Kollege, der die Giesinger Gedanken bei uns in der Regel verantwortet, fand das Banner irgendwie nicht angebracht, fand es ein bisschen seltsam, dass die Mannschaft da irgendwie ins Publikum gehalten hat. Ich glaube, aber die meisten Leute haben sich dann so gedacht, oh mein, ein netter Gruß noch vom Team. Interessanterweise in die Kurve ist die Mannschaft dann mal wieder gegangen, etwas näher, aber vereinzelt wurde dann aus der Westkurve auch gerufen, irgendwie alle auf den Zaun, aber das hat nicht stattgefunden. Ihr aus der Kurve raus habt gesehen, das wurde aber auch jetzt auch nicht unbedingt gewünscht, sagen wir jetzt mal von Leuten, die da, Protagonisten, die da irgendwie was zu sagen haben am Zaun, oder? So wie ich das gesehen habe, nicht. Aber also ich glaube auch, das sind immer dieselben 10 Leute, die sich die Leute dann auf oder die Mannschaft dann auf dem Zaun wünscht. Egal, ob die jetzt verloren haben oder nicht verloren haben, einfach da vielleicht auch mal ein bisschen die Leute irgendwie griffbereit zu haben. Ich finde aber auch, das hat es irgendwie nicht gepasst. So nach der Saison war die Enttäuschung oder halt die Ernüchterung, glaube ich, einfach bei vielen Leuten da. Und das hat man auch irgendwie so gemerkt, das war so ein, ja, ein bisschen leeres Gefühl, würde ich fast sagen. Okay, also Es ich meine, war ja. jetzt auch nicht so, dass die Leute aus der Kurve dann unten, die Entscheidungsträger, sage ich mal, das entsprechend eher gesagt haben, nee, lieber nicht, sondern auch die Mannschaft schon Signal gegeben hat, nee, also. Man muss jetzt auch mal in der Realität bleiben, weil wir haben es irgendwie nicht eben die Saisonziele erreicht, nicht mal den DFB-Pokal erreicht. Das ist schon auch Fakt. Und entsprechend gibt es da nichts groß zu feiern. Klar, dass man nochmal die verdienten Spiele da entsprechend verabschieden möchte, was ja da auch passiert ist. Das ist schon in Ordnung. Aber fand ich jetzt von beiden Seiten gut zu sagen, dass man jetzt nicht irgendwie Humba oder sonst was eben veranstaltet, weil warum auch? Also. Ja. So großartig sowas zum Feiern gab es dann eben doch nicht, dass alle verabschiedet wurden, die langjährig für uns tätig waren. Alles schön und gut, aber das war es dann auch. Extrem emotional war die Geschichte Wilsch, also noch zu Spielbeginn. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Man konnte sowohl bei Magenta als auch im BR gab es da so einen Zusammenschnitt, wo Frau und Tochter ihm irgendwie das Trikot in die Hand drücken, er dann reinkommt und ja, hatte schon sehr viel Sentimentales dann, oder? Also sowas lässt einem doch dann das Herz irgendwie höher schlagen. Ja, Ja. Ja. ich fand es auch schön, dass der Jakob Bacci jetzt in der PK noch so ein bisschen so, ja, vielleicht mal schauen. Aber hatte ich jetzt auch so eingeschätzt, dass er da eben den Wilsch und auch den Wein hat er nochmal eingewechselt, dann die nochmal spielen lässt. Wilsch ja sogar mit Kapitätsbinde, dass sie einfach im letzten Auftritt nochmal auf dem
paar Minuten auf dem Platz stehen dürfen. Es ging ja eben nichts mehr. Wir haben sogar geführt. Also von daher war es ja eine komfortable Situation und ja, eine schöne Geste an die. Ja, spannend wäre es gewesen, wenn es für den Waldhof noch um alles gegangen wäre und wir führen dann irgendwie knapp. Und dann ist die Frage natürlich, dann wechselst du irgendwie ein und die Spieler, die ja selber dann wohl schon gesagt haben, Wein und Wisch, die länger geht es gar nicht mehr irgendwie, ja, dann verkacken die da irgendwas. Der Waldhof, ja, das könnte unangenehm, aber das war alles nicht der Fall. Ich So, habe es auch erst ja. im Nachgang gesehen, und ich finde, also ohne da jetzt irgendwie über den Klee zu loben, aber ich finde, da hat der Jakobatsche immer ein relativ gutes Fingerspitzengefühl. Erstmal, was er bei so PKs sagt, wie er sich davor auch gibt und wie er dann auch die Leute nochmal dazu holt, weil, keine Ahnung, irgendwie ist mir das in den letzten Jahren oftmals ein bisschen abgegangen, dass man einfach so das Fingerspitzengefühl für die Leute hat, die erstmal für den Verein schon länger da waren und halt auch irgendwie so eine Fanverbindung haben. Für mich muss ich sagen, also der Wilsch war immer einer, der sich wirklich reingehauen hat, war auch Ja. ein klasse Außenverteidiger, den wir da hatten, also irgendwie einen ganz anderen Drive als jetzt vielleicht der ein oder andere, der aktuell noch gespielt hat. Und ich habe die Szenerie tatsächlich auch erst im Nachgang gesehen, musste aber sagen, echt cool und echt auch irgendwie passend. Das war es auch nicht aufgesetzt, sondern einfach hat gepasst für den kompletten Abend. Ja. Ich finde, weil wir haben zwei Abschiede, hätten wir dann noch, wir müssen jetzt auch nicht alle durchexerzieren, aber gut, Moll und Marcel Bär ist dann auch noch verabschiedet worden. Und da habe ich mich tatsächlich dann kurz zurückerinnert gefühlt an letztes Jahr, letzter Spieltag daheim gegen Dortmund, was ja vereinzelt auch von einem großen Block kritisiert worden ist, dass man da so gefeiert hat dann. Wobei, wie gesagt, da haben wir die Pokalqualifikation noch fix gemacht und Marcel Bär war Torschützenkönig und ja, und irgendwie mir hat es ein bisschen leid getan, dass klar, zwischen dem Wilsch und Lex geht das so ein bisschen unter, aber immerhin, also der hat uns, wie gesagt, letztes Jahr zum Torschützenkönig, hat für uns die Torschützenkrone geholt, zum zweiten Mal hintereinander. Und das war so ein bisschen, ja, irgendwie, ja, da hat es halt dieses Jahr nicht mehr so gereicht und irgendwie, also fand ich schade, weiß nicht, wie es da euch geht. Der Bär, da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Emotionen fast sich gewünscht. Nein? Flo? Ja, keine Ahnung, also ich meine, Die verbotene Antwort. ja, wenn keine Antwort gibt, gebe ich sie halt. Ja. Keine Ahnung, wenn der Bär, ich meine, es war ja schon länger klar und es waren ja, es hieß erst, er geht nach Ingolstadt, aber dann will er, aber er wollte ja zurück und dann geht er zu Freiburg 2. Ich meine, bin dem dankbar, ich bin dem dankbar, dem Bär, ja genau, ich bin dem Bär dankbar für das halbe Jahr in der Rückrunde, wo er wirklich nach dem Möllers Abgang einer der beste Spieler im Kader war letzte Saison in der Rückrunde. Aber wenn man es nüchtern runterbricht, war er halt leider auch nur in dem halben Jahr wirklich überragend. Und den dann so hoch zu leben und sagen, ah, schade, er geht. Und klar, er war ein halbes Jahr verletzt, muss man dazu auch sagen. Aber er hat uns halt in 2 Jahren ein halbes Jahr was gebracht. Finde ich dann auch gar nicht so schlimm, dass man sich jetzt dann von ihm verabschiedet. Ohne jetzt nachtreten zu wollen, weil er hat wirklich Großes geleistet. Ja, Alles gut. war ein neutraler Abschied. Habe mich dann am Schluss ein bisschen zu sehr an den Grimaldi erinnert, weil er dann irgendwie schon im Kopf immer gefühlt weg war. Also die Tore, die er letzte Saison gemacht hat, die hat er dieses Jahr definitiv dann auch nicht mehr gemacht, obwohl er wieder fit war, weil er einfach, glaube ich, diesen letzten Schritt nicht mehr gegangen ist oder diese letzten 5% nicht nochmal rausgeholt hat. Das hat man schon gemerkt, dass er irgendwie mit dem Kopf woanders war. Und das habe ich auch, also ohne da jetzt irgendwie zu nahe zu treten, das hat mich ein bisschen an den Grimaldi erinnert. Der war Okay. auch, sobald dass der gemerkt hat, er kann woanders noch hingehen, dann war das ein Schatten seiner selbst. Also ein Schatten war der Bär jetzt nicht, aber er war, wie der Flo auch richtig gesagt hat, einfach nicht mehr der, den wir vielleicht da auch lieben gelernt haben, so als Mannschaftsstütze nach Mölders Abgang. Ich weiß nicht, ob da die Verletzung nicht einfach total viel gemacht hat, weil ich erinnere mich noch an das Spiel in Dresden, da war ich im Gästeblock und Bär war, glaube ich, das erste Mal wirklich als Einwechselspieler. Hat er vorher mal Ja. im Stamm gespielt und dann haben wir gedacht, ob der das so verträgt, so, ob er damit jetzt klarkommt, mit dieser Degradierung in Anführungszeichen. Und dann kam er ja rein und macht aus 1,5 Chancen, sage ich mal, 2 Tore, also der absolute Wahnsinn. Dann hat er sich ja leider dann verletzt und ist echt lang ausgefallen. Also die Leistung in Dresden, gerade als Einwechselspieler, wenn er das so durchgezogen hätte, hätte er diese Saison auch nochmal wertvoll werden können und wer weiß, wo es dann für uns hingeführt hätte. Aber im Großen und Ganzen muss ich euch anschließen, also der Meinung von euch, war halt zuletzt nichts mehr. Ich habe es auch im Kommentarbereich gelesen, dass man ihm alles Gute wünscht und eben er vielleicht auch einen Tapetenwechsel braucht. Vielleicht ist es wirklich so, dass er jetzt beim nächsten Verein dann wieder. Ja, es für ihn besser läuft, hoffentlich dann nicht gegen uns. Wenn er wirklich in der dritten Liga spielen sollte, dann darf er gerne mal ein schlechtes Spiel erwischen oder zwei.
Aber ansonsten, ja, wünsche ich ihm auch alles Gute für die Zukunft. War der nicht in Dresden auch angeschlagen gewesen in der Vorbereitung irgendwas, dass er deswegen auf der Bank war? Das hatte ich jetzt so in Erinnerung. Kann auch Oder war sein. Auf jeden das Fall hat er sich ja da dann bei irgendwie, weiß gar nicht in welche Situation, aber den Mittelfußbruch zugezogen. In Dortmund, in Dortmund im ja, Pokal? in Ja. Dortmund, ja, Aber stimmt. ich, warum, weil, Sowas. dass er in Dresden nicht von Anfang an gespielt hat, dachte ich, hätte auch was damit zu tun, dass er da irgendwie auch noch mit einer Verletzung sogar Ja. rauskam. Irgendwie aus dem, Ich glaube, also der das war ja im heißt, Trainingslager schon angeschlagen und irgend so wie, ja? ist dann so rausgekommen, dass er da nicht fit ist und Mhm. ja, dann hieß es, man will ihn erstmal schonen. Genau. Gut. So. Wenn wir über Mannheim ausreichend gesprochen haben, dann machen wir da jetzt einen Haken dahinter. Und ja, ein Spiel haben wir noch vor der Brust, bevor wir dann am Schluss, diesmal ein bisschen anders als sonst, nicht in der Mitte über ein paar andere Themen noch sprechen, sondern das machen wir am Schluss. Jetzt sprechen wir ganz kurz über das letzte Spiel und dann haben wir die Saison nämlich auch geschafft. Das wird in Zwickau stattfinden am Samstagnachmittag, 13:30 Uhr Anpfiffzeit. Wahrscheinlich, um eine Kollision mit der Bundesliga irgendwie letzter Spieltag zu vermeiden. Ja. Zwickau hat sich schon verabschiedet. Das verflixte siebte Jahr kann man das überschreiben. Da sind die nämlich abgestiegen. Ich habe mal extra für uns und für. Was? Warum lachst du da, Flo? Ist so. Das Ach so. verflixte siebte Jahr klingt gut. Ja, das ist nächstes Jahr bei uns. Das verflixte siebte. Nein. Das ist ein Film sogar, glaube ich, oder? Das verflixte. Ja. Ja, da siehst du es mal. 9,5 Wochen. Nee. Die beste Platzierung, habe ich mal nachgeschaut, in ihrer Zeit in der dritten Liga, war tatsächlich am allerersten Jahr. 2017 waren die Fünfter. Respekt. 2020 haben sie sich gerade so gerettet. Jetzt hat es zerbröselt. Man darf gespannt sein. Diese Regionalliga Nordost ist ein hartes Pflaster tatsächlich. Also, wie das dann mit der Rückkehr einer schnellen oder so läuft. Ich sage ganz persönlich, ich finde es ein bisschen schade. Zwickau ist für mich so von diesen Ostmannschaften so irgendwie oder der Verein, das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Gebe aber zu, ich war da noch nie. Deswegen werde ich mich am Samstag, die Frage kommt gleich, ja, ne, auf den Weg dorthin machen mit dem Deutschland-Ticket. Das frage ich gleich bei euch auch ab. Die Bilanz schauen wir ja immer gern mal nach, um ein bisschen hier auch Kompetenz mit reinzubringen. Also, wir haben 9 Spiele gegen die bisher gespielt und 5 Siege, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Witzigerweise ist die Heimbilanz gegen die eigentlich, nee, deren Heimbilanz gegen uns ist total mies. Die haben nämlich nur einmal gegen uns gewonnen überhaupt, ja, nämlich 5 zu 2. am allerersten Mal, genau. Und dann Februar 2020, 2-2. Und zuletzt haben wir sogar zweimal dort gewonnen, im Oktober 20 und im Februar 22. Was ich bemerkenswert finde, wer jetzt zugehört hat, ist, wenn wir dreimal gegen die verloren haben, dann müssen wir ja zweimal in Giesing gegen die und in München gegen die verloren haben. Und tatsächlich sind die beiden Niederlagen im Jahr 21 passiert. Also zwar in zwei unterschiedlichen Saisons, aber das war irgendwie schwierig, 21 mit Zwickau. Das Hinspiel, wir alle erinnern uns, Kölner zieht den Kopf aus der Schlinge, würde ich mal sagen. Das war dann nach der Niederlage in Mannheim, das Hinspiel 3-1, die Schneegeschichte, wo ich hier in der Sendung ja noch mit dem Thomas diskutiert habe, ob das überhaupt reguläre Bedingungen waren. Eine Woche später war dann das Heimspiel gegen Dresden am Montagabend, das letzte Spiel von Michi Kölner. Wer fährt denn nach Zwickau hier aus der Runde? Ja. Denke mal alle. Ich meine, Jan ist noch nicht so motiviert, aber ich habe rede seit einer Woche an ihn ran, Oh. dass wir fahren. Schau mal, ich habe vorhin noch kurz mit ihm telefoniert und habe gar nicht gesagt, Jan, dann rede ich jetzt auch an ihn ran. Sei dabei. Ja, also, und Marco, du auch. Ja, Gönnst dir das Zwickau. ich Aber du hast. habe heute die Karten gekauft. Sehr gut. 13 € Stehplatz kann man machen. Und du hast gerade aber mit den Augen gerollt. Du warst dann entsprechend schon öfter mal in Zwickau, nehme ich. Ja, Ja, brav. das ist immer so eine prädestinierte Zugtour. Irgendwie geht es da gefühlt um gar nichts. Einmal, glaube ich, haben wir da irgendwie 6-2 verloren oder 6-3. 5-2. Ja. Da hat es geschneit im Mai. Ja, also bei uns war strahlender Sonnenschein. Da sind Leute mit kurzen Hosen hingefahren und in Zwickau hat es Stimmt, geschneit. da war ich Ich auch. halb erfroren. Und das war auch das einzige Mal, wo ich jemals gesehen habe, dass sich die Ordner mit den Leuten geprügelt haben, weil sie nicht aus dem Klo rausgehen wollten, weil das Klo der einzige Raum im Stadion ist, der beheizt war. Deswegen waren da ungefähr 100 Leute drin gestanden, um sich aufzuwärmen. Okay, also Jan, das ist doch ein Anreiz, wenn die Ordner da so nett sind, mal wieder unbedingt Ja, und auch hinzumüssen. das Wetter damals war super. Also ich erinnere mich auch noch, wir haben irgendwie super strahlenden Sonnenschein, wie er schon sagt, in München losgefahren und auf einmal fing es mittendrin an zu schneien und wir wussten, also das war ja auch im Mai, glaube ich, oder? Ja. Und haben uns schon gefragt, was jetzt hier los ist, ob wir irgendwie falsche Richtung gefahren sind oder was. Und dann vor Ort. Ja, es war bitterkalt, es hat geschneit, wir haben es sauber auf den Sack bekommen. Also so richtig schöne Erinnerungen an das letzte Spiel habe ich da nicht.
Aber das war, glaube ich, nicht das Letzte. Für mich vielleicht ist das Letzte, ja. Danach habe ich dann verpasst, ja. Wie viele Löwenfans werden sich da nochmal auf den Weg machen, um die Saison da zu beschließen? Das finde ich eine spannende Frage. Aber so wie es zuletzt aussah, also klar, Essen war halt für viele auch so ein wirklicher Pflichttermin, aber es werden wahrscheinlich auch wieder ein gut gefüllter Gästeblock dort vorzufinden sein. Ja. Ja, ich glaube, so mega weit ist ja nicht. Und das 49-Euro-Ticket gibt es ja mittlerweile, gilt ja auch bis Zwickau unter anderem. Wird, glaube ich, schon nochmal für eine mindestens vierstellige Anzahl sorgen. Alles andere würde mich wundern. Ja, auf jeden Fall. Also wir fahren, glaube ich, mit diesem Wochenendticket, weil für 3 Tage rentiert sich dann schöne oder das Deutschlandticket nicht mehr. Aber das geht auch. Und also ich glaube auch für die ganzen fränkischen 60er-Fans ist das immer so eine Reise wert, weil die da irgendwie näher hin haben wie nach München teilweise. Deswegen merkt man dann schon oft, dass die dann einfach in ja, fränkischen Lagern da immer nach oben pilgern, nochmal nach Zwickau. Ja, quasi wie in Aue, wo auch sehr viele da waren. Ja. Ich In werde jetzt mal. alle Nordostbayern ist tatsächlich da dann immer stark vertreten. Hätte man den Gast in der letzten Woche mal fragen können, ob er eigentlich nach Zwickau fährt, aber der auch doch durchaus hörbar aus dem Fränkischen kam. Ja, der FC Eintracht Barmbek ist übrigens aufgestiegen. Der hat mir Videos und Fotos geschickt, also es hat tatsächlich geklappt. Nächstes Jahr Okay. gibt es in Bamberg dann Viertliga-Fußball zu bewundern. Ja, das ist cool. Ah, nicht schlecht. Wir waren schon mal mit den Amateuren. Und ich darf die Regionalliga wieder voll machen. Dann musst du durch. So, also Zwickau, alle hin und dann nochmal ein würdiges Saisonfinale und auch die dann würdig in die Regionalliga Nordost verabschieden, auf dass sie bald wiederkommen mögen. Ich habe mit Zwickau sowieso noch eine Rechnung offen. Persönlich, Ja. möchtest du drüber reden? Ja, ich habe letztes Jahr, also ich habe von den 5 Gastauftritten in Zwickau, habe ich jetzt 4 gesehen und verpasst habe ich nur den letzte Saison. Also eigentlich da, wo schon wieder alles möglich war. Ich meine, da gab es ja die Saison, wo du die Saison genau ein Spiel schauen konntest und das war das Auswärts in Zwickau, wo dann plötzlich jeder Löwenfan am Hauptbahnhof in Halle gewohnt hat. Okay. Gut. So, zwei Themen jenseits der Spiele wollen wir noch besprechen. Ich denke mal, nächste Woche nach dem Zwickau-Spiel machen wir auch nochmal eine kleine Saisonbilanzbesprechung hier, haben wir gesagt, oder Jan? Also, apropos Saisonbilanzbesprechung, da wollte ich noch, genau, haha, das hat noch mit Mannheim zu tun. Ich fand diesen Rückblick im Brunnenmiller ganz großartig. Da ist schon so ein Saisonrückblick jetzt zu lesen gewesen. Gut, wer den Brunnenmiller hat, liest es vielleicht eh, aber falls es Leute gibt, die ihn nur sammeln, also hat einer von euch das schon gelesen? Jetzt wird hier wieder abgefragt. Ja? Tatsächlich heute auf der Terrasse, ja. Und? Gut, oder? Bringt Ja, fand schon ich sehr nochmal gut. so. Vor allem, weil man hat auch wieder immer seine eigenen Beziehungen zu den jeweiligen Spielen hinhalten kann und ja, auch wieder das ein oder andere Spiel mit einem Facepalm irgendwie rekapitulieren kann, irgendwie so Illertissen oder Freiburg am Mittwoch. Also muss ich mir wirklich selber die kognitive Fähigkeit und Das war immer noch das beste Auswärtsspiel diese Saison. Freitag, Mittwochabend, Freiburg, ich bleib dabei. das sagst du Ja. heute, hast du jetzt schon jedes Mal, jede Sendung, das wird Ich sein. bleibe auch dabei. Die Leute müssen Darfst du? wissen, das war das beste Auswärtsspiel. Darfst du, aber ich hoffe, dass du nächste Woche auch mit dabei bist, wenn wir eh über die ganze Saison nochmal reden und dann werde ich dich fragen oder der Jan oder wer auch immer, was war denn eigentlich aus deiner Sicht das beste Und dann Auswärtsspiel? sage ich was anderes. Zwickau. Auswärts. Ich muss mal nachdenken, Zwickau, genau. Ich muss mal nachdenken, was das beste Auswärtsspiel war. Aber gut. So, Jan, du hast es vorhin schon angedeutet, am Mittwochabend, wir wollen es jetzt nicht vertiefen, ich glaube, wir haben es neulich schon, gibt es eine Veranstaltung in einem Kino am Sendlinger Tor mit vielen verdienten Löwenlegenden und da wird dann drüber gejammert, warum es eigentlich alles so schlimm ist mit unserem Verein. Und angeblich oder vielleicht oder angekündigt zumindest kommt auch Hasan Ismail dahin. Und du hast ja vorhin schon angemerkt, was mich auch überrascht hat, dass jetzt im Stadion während des Spiels gar nicht so viel zu dem Thema thematisiert wurde. Wobei ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass die Fanszene ja sehr aktiv so generell den modernen Fußball aufs Korn genommen hatte. Da war ja ein Spruch da nach dem anderen, was dann so mündete in diese kurze Pyro-Einlage mit Football is working class. Wie dem auch sei. Es ist jetzt raus, also es wird dazu aufgerufen, Hassan kommt und wir kommen auch oder so ähnlich. Ist die Formulierung Mittwoch, 18:60 Uhr vorm Kino am Sendlinger Tor, oder? Das ist jetzt so das, wo wir auch hier gerne nochmal darauf hinweisen. Ja,
Mir fällt gerade noch dazu ein, was ich noch bei Mannheim sagen wollte, der Stefan Lex wird ja ab Herbst wieder bei 60 auch tätig sein. Wird ja auch mal gern kritisiert. Eigentlich ganz cool, dass der dann eben entsprechend auch mal eingebunden wird bei 60 und eben in anderer Funktion wieder zurückkehren wird und uns treu bleibt. Das nur ein kleiner Ausflug noch zurück. Aber im Kino ist er nicht dabei. Noch nicht, vielleicht ist er noch nicht zu verdient. Oder er ist zu jung, weil der Altersschnitt ist ja auf dem Podium, glaube ich, über 60 Jahre. Also ist ja eher, da ist er ja noch zu jung für. Stimmt. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, der Aufruf kam ja. Im Grunde stand auch ein kleiner Text in der Einleitung und auch hinten drauf bei den wichtigen Terminen. Jetzt wurde es ja in sozialen Medien auch geteilt schon. Dieser Aufruf bisher noch sonst ohne weitere Bekanntgabe, ohne irgendwelche großartigen Texte, sondern einfach eben dieses, was sicherlich schon viele gelesen oder gesehen haben, dieses Bild dazu. Bin mal gespannt, was draußen stattfindet. Werde auch mal hinschauen. Was ich mich frage, ist jetzt, Ismaek hat schon so oft gesagt, er kommt, er wollte ja auch diese Saison oder dieses Jahr, wollte er mehrmals ins Stadion kommen, ganz oft nach München. Ich weiß nicht, bisher war er dann kein einziges Mal mehr da. Er wäre ja auch am Freitag eigentlich theoretisch im Stadion gewesen, war er dann auch nicht. Ich frage mich halt ehrlich gesagt, ob er überhaupt kommt, ob er dann wieder dann kurz vorher in den Text kommt, ja, kommt nicht wegen, was weiß ich, Sicherheitsbedenken, der Mob draußen, der pöbelnde Mob, der Lynchmob, ist ihm zu ungeheuer, deswegen reist er gar nicht erst an. Vielleicht kommt er auch gar nicht erst nach München. Vielleicht streikt ja irgendwer, der doch nicht hinfliegen kann oder so. Also ich lasse mich überraschen, ob er überhaupt kommt, aber wird auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung drin und draußen am Mittwoch, denke ich mal. Wie ist eure Einschätzung? Ja, ähnlich. Also, ob er wirklich kommt, das steht immer in den Sternen. Kann mir schon auch vorstellen, dass da jetzt wieder eine Rolle rückwärts gemacht wird. Beziehungsweise, ich schätze mal sowieso, dass die Außenstehenden den draußen nicht sehen werden, sondern der wieder irgendwo nebulös eingeschleust wird. Weil diese AG-Veranstaltungen, wo er sonst immer beklatscht worden ist, da war es ja ähnlich. Da wurde auch am Eingang schon viel selektiert, wer da rein darf und wer da nicht rein darf. Also wenn dann natürlich, wäre es cool, wenn er sich da auch irgendwelchen Fragen stellt, aber ich befürchte fast, dass es nur so eine Selbstbeweihräucherungsveranstaltung wird, so hey, egal was die anderen machen, wir können es besser und lass mich einfach mal machen, dann wird es sehr gut. Genau das, was man braucht in dieser Situation. Flo, ich würde fast ketzerisch fragen, du als du bist nicht im Kino dabei, hast kein Ticket ergattern können dafür, oder? Nee, eine Person, die ebenfalls nicht zu diesem Treffen kommt, sagte zu mir, sie ist verhindert, ihr Goldhamster hat Geburtstag, so ungefähr. Also ich werde mir das, also keine Ahnung, das ist für mich einfach nur da stehen. Ich verstehe nicht, also ein Petr Radenkovic, ja, war früher der beste Spieler gefühlt, den 60er hatte, ein Riesenlob, aber der Mann hat 2015 gesagt, er beschäftigt sich nicht mehr mit 1860 zum Beispiel, er überlegt aus dem Verein auszutreten und dann kommt er zu so einem Event, wo ich mir auch denke, ja, entweder trittst du aus oder nicht oder beschäftigst dich damit oder nicht, aber ich kann mich nicht über Sachen beschweren, mit denen ich mich nicht beschäftige. Und ich meine, da sind dann halt auch noch Leute wie ein Werner Lorand und auch ohne dem jetzt nahe treten zu wollen, wenn man den in letzter Zeit mal gesehen hat, dass der auch immer dasselbe von sich gibt. Quasi, also das wird einfach nur eine Veranstaltung, wo sie alle viel jammern. Vielleicht werden sie dann noch irgendwie zum Chefzapferl von Ismaik, man weiß es nicht. Das wird einfach, ja, das wird einfach ein Jammer und alles ist schlecht, aber ich finde es halt komisch, dass dann solche Leute aus der gesagten schweigenden Mehrheit für irgendeinen Termin, der einen Monat vorher angekündigt wird, unter der Woche alle aus ihren Löchern gekrochen kommen. Aber wenn sie halt mal auf der Mitgliedsversammlung irgendwas entscheiden müssten, auf einem Termin, der über ein Jahr im Voraus angekündigt ist und man wirklich was machen könnte, da haben sie dann alle keine Zeit, keine Lust oder sind einfach kein Mitglied. Weil wenn man sich wirklich um irgendwas bemühen müsste, um was zu verändern, dann haben sie eh die Hosen voll. Also das wird genau gar nichts bringen, diese Veranstaltung. Ansage. Wobei Entschuldigung, ich Marc. persönlich glaube, dass der Lorand da immer gar nicht so in diesen Sprech einschlägt, der vielleicht auch an der Veranstaltung von ihm gerne gehört werden würde, sondern schon auch immer so ein bisschen seine eigenen Interpretationen reinbringt. Aber er freut sich halt einfach, wenn er irgendwo eingeladen wird. Und bei uns im Fanclub ist tatsächlich auch so, dass zwei Leute Karten haben, die fahren da auch rauf. Okay. Ja, können fast eine Fahrgemeinschaft machen. Nur ich bleibe halt auch davor stehen und die gehen halt dann rein. Aber wie ist denn da der generelle Tenor? Ich meine, ihr habt ja 180 Leute das gesagt, also doch recht viele Löwenfans. Habt ihr da mal drüber gesprochen, wie das so gesehen wird? Ja, also mit
Tatsächlich schon, ist natürlich immer wieder ein Thema, ist auch gern ein hitziges Thema. Aber da kannst du keinen mehr bekehren. Also das jegliche Diskussion versandet da dann irgendwann. Du kennst deine Leute, die diese Meinung haben, du kennst deine Leute, die diese Meinung haben, und die wirst du da auch nicht mehr abbringen. Also wirklich, also meine persönliche Meinung ist da sowieso das Einzige, was das diese Gräben irgendwo zuschütten könnte, wäre mal ein Aufstieg, so ein sang- und klangloser Aufstieg, vielleicht irgendwie mit Zufall vorne reinschütteln, so wie der Christian vorher gesagt hat, Zwickau ist da mal Fünfter geworden, ja, vielleicht können wir dann auch aus Zufall mal Dritter werden und dann über die Relegation aufsteigen. Also bei uns merkt man schon auch, dass das einfach ein hitziges Thema ist. Und ja, ich habe mir selbst auch teilweise Diskussionsverbot mit ein paar Leuten auferlegt, weil ja, das Guter zerschießt dann Punkt. die ein oder andere Feier. Guter Punkt. Diskussionsverbot. Also ihr fahrt aber dann zusammen hin, aber man redet dann auf Hin- und Rückfahrt über andere Themen. Nein, man wird doch danach dann darüber, die werden doch erzählen, was da gelaufen ist im Also Club. das mit Sicherheit. Also ich weiß es nicht, wie die dann jetzt anreisen. Wie gesagt, ich bin immer so der Zugfahrer. Vielleicht fahren die dann auch mit dem Zug oder dann mit dem Auto. Ich weiß es noch nicht, habe noch nicht abgefragt. Wird auf jeden Fall spannend. Also Okay. ich höre mir das auch gerne an. Also ich würde mich auch gerne selber reinsetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass mein Englisch dazu ausreicht, auch mit dem Ismail diskutieren zu können. Wobei ich überzeugt bin, dass da halt irgendwie 80% nicht auf der Höhe dann mitdiskutieren können. Ich bin auch schon mal aktiv von einem Allesfahrer gefragt worden, ob ich da nicht dann mal als Mediator agieren könnte, weil du kannst ja Englisch, du bist ja jung, so ungefähr. Das wäre mal ganz cool, wenn da auch einer so mitkommt. Das ist aber schon ein paar Okay. Jahre her. Aber Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles so nebulös und am Ende des Tages taucht er dann doch meistens nicht auf. okay. Bis auf dieses Bild vom Fanshop in der, ich glaube, Orléansstraße, habe ich ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, den Ismail. Irgendwie so um 60. Ja, da wurde ja aber auch, also Entschuldigung, ich meine, für diese Veranstaltung, ich glaube, die Tickets wurden ja wirklich nur, der hat ja alles gefordert, Name, Adresse, den Nutzername, ja. Usernamen auf seiner Seite, dass da wirklich auch nur, man munkelt, Leute reinkommen, die halt schön, ja, bremst da drüben, ja, sagen und nicken. Und ich meine, ich glaube, bei uns aus der Redaktion hat jemand ja sogar öffentlich den Antrag gestellt, ob er da, weil ihm als ehemaliger Sponsor das nicht egal ist, wurde ja auch nicht drauf eingegangen. Und ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das mitbekommt. Und das würde er zu 100% mitkriegen, weil der ja, der muss sich mit 60 beschäftigen. 24/7 heißt, der wird sowas auch gelesen haben und der wird das wahrscheinlich alles wegignoriert haben. Ja, witzig finde ich halt, dass es gerade von einem kommt, der immer predigt, es sind zu wenig Plätze, alles muss online stattfinden und dann gibt es eine Präsenzveranstaltung mit limitiertem Kartenkontingent, wo dann noch selektiv ausgewählt wird. Also Ohne Agenda. spricht alles gegen die einigen eigenen Punkte, die man immer verbessern möchte, die man ja durchaus auch diskutieren kann bei 60. Aber wenn man dann selber so handelt, Ich würde mal sagen, man schaut sich einfach mal am Mittwoch an einem lauen Sommerabend einen kleinen Spaziergang am Sendlinger Tor und dann schaut man sich das alles mal an und dann kann man Ja. vielleicht nächste Woche nach Zwickau nicht nur über die Saisonbilanz reden, sondern auch über diese Veranstaltung, oder? So Oder kann wir man das machen in der machen. Sommerpause unsere eigene und grenzen niemanden aus und veranstalten es einfach online. Und Im laden ihn natürlich Olympiastadion. ein. Genau, im Olympiastadion. Apropos Olympiastadion. Diese Woche wurden die neuen Dauerkartenpreise bekannt gegeben. Das Thema müssen wir auch ganz kurz nochmal oder wollen wir auch ganz kurz hier Dachte schon. anreißen. Ich gehe davon aus, dass wir hier, ja, was soll ich davon? Ich weiß, wir vier sind alle hier Dauerkartenbesitzer und ich habe es jetzt mir messerscharf erschlossen. Dreimal Westkurve, einmal Stehhalle. Richtig? Richtig. Marco, hast du vielleicht noch mehrere Dauerkarten in einem Account oder so, auch noch in anderen Bereichen? Oder bist du so deine Dauerkarte und fertig? Oder wie ist das bei euch im Fanclub? Genau, verwaltest du Ja. das vielleicht? Oder? Also die haben sich tatsächlich immer relativ gut selber aufgestellt. Mhm. Wir versuchen jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, wieder zwei neue zu beantragen. Ich glaube, wir haben so um die 15, 20 Dauerkarten. Finde ich eigentlich ganz eine gute Quote, wenn man so bedenkt, okay, sind auch viele Familien dabei mit Kleinkindern und so weiter. In der Westkurve oder Die sind, Stehhalle auch? also ich glaube, einer ist in der Stehhalle oder zwei, aber der Rest ist alles Westkurve. Wir stehen dann alle so immer im Block J, Mhm. also den festen Platz aus der Not heraus. Und ja, aber ist immer ganz gut. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich
verrate, dass einige Leute mir bekannt sind, die auf der Stehhalle ihre Dauerkarte hatten jetzt die letzten Jahre, zu denen ich auch gehöre, und die jetzt tatsächlich gerade drüber nachdenken, nicht nur aufgrund dieser Preiserhöhung, sondern generell, weil es in der Stehhalle auch an vielen Stellen nicht mehr ganz so ist, wie es irgendwie eine Zeit lang war, in die Westkurve zu wechseln. Denn tatsächlich, die Erhöhung in der Stehhalle fällt ja am höchsten aus. Also da werden jetzt statt 500 € nun 575 abgerufen. MVV fällt ja weg, also 15% Steigerung. Und ich hatte tatsächlich am Freitag in der Halbzeit die Gelegenheit, mit Marc-Nikolai Pfeiffer kurz darüber zu sprechen, denn er hat ja sehr ungünstig, und es tut ihm auch leid, und er ist da sehr ja, unglücklich damit. Auch er hat ja in der Süddeutschen Zeitung in dem Interview am Tag vor der, ich glaube, es war am Tag sogar vor der Bekanntgabe der neuen Preise gesagt, Kinderpreise werden nicht erhöht. Ja, wenn du eine Kinderdauerkarte, also bis 14 Jahren geht ja Kind, dann ist ja nur noch ermäßigt, also dann hast du ja eh nur noch diese 10% Reduzierung. Aber ja, die Kinderdauerkarte wurde tatsächlich auch von 250 auf 280. Das sind 12% Erhöhung. Ja, das sind schon saftige Batzen. Ich finde es jetzt ganz spannend, wie das sich so entwickelt. Es gab auch die Theorie, die jemand gesagt hat, ja, die wollen ja im Endeffekt vielleicht sogar die Leute einfach tatsächlich sogar gezielt weghaben aus der Stehhalle. So die Leute, die vielleicht eher auch Stimmung wollen und Support wollen, die sollen eher in die Westkurve gehen. Ja, keine Ahnung. Wollt ihr euch auch mal zu der Dauerkartenthematik äußern? Reihum, Jan. Ja, ich finde, die Preiserhöhung an sich ist irgendwie legitim. Also wir kriegen es bei uns in der Firma auch mit. Inflation kennt, glaube ich, jeder. Bei uns wird auch alles teurer. Sowohl die Materialien als auch wir selber werden eben teurer. Das ist gar nicht das große Problem, würde ich sagen. Aber zum einen eben die Kommunikation, also eben dieses Interview, dass eben doch ein paar Aussagen einfach angreifbar bzw. einfach nicht gestimmt haben, finde ich schon komisch. Da hat auch einer geschrieben, eben der 60er-Fan ist eben eigentlich so, dass er schon immer hingeht und treu zu seinem Verein steht. Was er halt möchte, ist eben ehrliche Aussagen. Und das hat mich schon gestört, gerade wie du sagst, eben Kinder werden nicht erhöht oder gut, was bringt mir die Aussage im Durchschnitt, steigen die Preise um 6%? Ja, das mag sein, weil ein paar Preise gleich bleiben oder halt die ersten 5 Reihen in der Stehhalle eben um 5 €, also eigentlich gar nichts steigen. Aber was bringt mir dann die Aussage im Durchschnitt? Also, dass dann die Stehhalle oben drüber 75 € drauflegen muss, ist jetzt happig, würde ich mal sagen. Und glaube, das sind 15% oder was. Dann fällt noch der MVV weg. Das wird auch mal eben weggewischt. Das wird den einen oder anderen, das haben wir auch schon, wird oft durchgerechnet im Kommentaren, kommt einem sauber zu stehen. Das sind dann nochmal, weiß ich, teilweise deutlich über 100 €. Also da verstehe ich schon, dass sich andere aufregen, möchte ich auch sagen. Ich sehe uns da schon als Fanblog, 60GD als an sich. Und wenn wir eben die Rückmeldungen bekommen von unseren Lesern, von auch den Leuten, die wir halt kennen aus dem Stadion, die uns sagen, hey, das regt mich total auf, das bringt mich auf die Palme. Dann sehe ich da schon unsere Aufgabe drin, dass wir einen Artikel schreiben mit unserer mittlerweile guten Reichweite und zu sagen, hey, es gibt ja durchaus Fans, denen es gegen den Strich geht, die sich darüber aufregen. Der einzelne Fan, wenn der kommentiert auf Facebook, das mag man noch ignorieren können, aber wenn wir dann mal sowas raushauen, dann zum einen wirkt das klar wie so ein Miesepeter, jetzt muss man wieder was Negatives finden, das finde ich selber nicht so richtig gut, aber da sehe ich dann schon unsere Aufgabe zu sagen, hey, das stört halt Löwenfans, dass das dann auch mal eben transportiert wird, nicht nur Richtung 60, sondern auch an andere Medien, dass das eben wahrgenommen wird. Und ja, was mich halt eben, wie schon angesprochen, aufregt, auch so ein bisschen, bin jetzt persönlich betroffen, weil ich ja in der Westkurve stehe, wie du schon sagst, aber dass das so ungleichmäßig erfolgt, die Haupttribüne wird gar nicht erhöht, dann oben bei der Stehhalle 75 € drauf, unten nur 5, in der Westkurve kommen, sind es, glaube ich, 20 oder so. Also dieses Unverhältnismäßige, warum erhöht man nicht alle gleich oder so? Also es war ja angekündigt, wie gesagt, die Preissteigerung selber an sich kein Problem. Ist, denke ich, soweit in Ordnung. Ich denke auch in einem Neubau oder irgendeinem anderen Stadion wäre das ähnlich verlaufen. Da würden wir auch, glaube ich, ähnliche Preise zahlen. Klar haben wir mittlerweile auch schon die meisten Einnahmetickets, aber ja, wir wollen ja, oder wir brauchen eben auch Geld, wie man sieht. Also in der letzten Saison oder vorletzte war es, glaube ich, wenn wir auch wirklich ein gutes Ergebnis erzielt für unsere Verhältnisse, war nur 500.000 minus. Aber da sieht man schon, dass 60 halt immer noch irgendwie so ein bisschen am Tropf hängt und irgendwie möglichst viel Einnahmen braucht. Von daher, ja, das sind so meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Fanclub aufgenommen wird, Marco, oder bei dir auch persönlich ist die Wahrnehmung. Also ich persönlich werde mir schon wieder eine kaufen. Auch der MVV ist bei uns jetzt meist nicht so wichtig, weil wir uns sowieso von Ingolstadt aus immer ein eigenes Bayern-Ticket kaufen müssen.
Nichtsdestotrotz ist natürlich die Preiserhöhung irgendwie, ja, einfach wieder ein Brocken zu schlucken, wenn man eh immer schon sagt, okay, man hat die höchsten Preise irgendwie im Profifußball, zumindest bei den Stehplatzkarten. Da kommt wieder oben was drauf, die wird wieder was weggenommen. Klar, mit dem Zweitmarkt, finde ich, hast du jetzt ein ganz gutes Instrument geschaffen, dass du da auch die Karte, wenn du vielleicht mal nicht hinkommst, nochmal unter das Volk bringst. Aber das müsste, also da gibt es sicherlich auch noch die ein oder andere Möglichkeit, den zu verbessern. Also finde ich persönlich. Und bei uns ist es auch so, dass, ja, ich glaube, zwei haben gesagt, sie nehmen jetzt keine Karte mehr sicher. Einer hat gesagt, er nimmt dann dafür die, weil er wartet schon so lange auf eine und nimmt die dann. Der kommt tatsächlich aus der Schweiz, der fährt, weiß nicht, 6, 7 Spiele auf jeden Fall zum Heimspiel und auswärts auch immer so 5, 6 Spiele. Aber er hat gesagt, okay, die restliche Saison überlässt er halt diese Karte dann dem Fanclub. Finde ich persönlich eine ganz charmante Lösung auch für ihn, dass wir das dann halt auch so ein bisschen einfach dann intern weitergeben können. Weil es tatsächlich immer Leute gibt, die eigentlich anfragen, hey, habt ihr noch Freikarten? Gibt es irgendwo Karten? Ist zwar theoretisch nicht so schwierig, dass man sich welche besorgt, aber irgendwie so einen Account erstellen und sich anzumelden und die Karten zu kaufen, ist dann doch immer wieder ein erstaunliches Hindernis für die Leute. Schwellenangst. Ja. Flo, weißt du von Leuten oder was, wie ist deine Einschätzung? Werden wir dieses Jahr weniger Dauerkarten verkaufen? Also für die neue Saison? Oder Wir haben vergessen ja die Leute denn? letztes, das, dieses Jahr haben wir, ich glaube, 11.500, nee, wie viel war es? Ja. 11.500? Ja, 11, Ich glaube, 8, 16 oder 11.800 oder irgendwas. sowas, ja. Ja. Das ist halt schon eine Masse, wenn ich bedenke, dass du dann halt keine, also, wenn es schlecht läuft, keine 2.000 Karten im freien Verkauf hast. Ich denke mal, dass sie vielleicht dieses Jahr bei 10.000 eine Grenze ziehen werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass halt die Anfrage genau gleich hoch ist, weil sich viele denken, boah, jetzt habe ich letztes Jahr keine gekriegt, jetzt muss ich mich dieses Jahr auf jeden Fall bewerben, weil ja, zur Not werde ich die über diesen Zweitmarkt ja schon los. Ich glaube, dass das dadurch vielleicht auch zustande kommt, dass sich halt viele eine kaufen, die dann halt jedes zweite Spiel Zweitmarkt stellen. Das kann natürlich auch passieren. Was für mich halt keinen Sinn macht, weil du ja eigentlich drauf zahlst, aber naja. Aber es haben sich auch viele beschwert mit dem MVV-Ding. Muss ich jetzt halt wieder sagen, ist mir per se egal. So bin ich so egoistisch, sage ich ja, ich laufe halt zum Stadion und ich habe halt auch so meine MVV-Karte für die Arbeit. Aber halt den Großteil kotzt es an und dann ist es halt auch, wie du schon gesagt hast, unsere Pflicht zu sagen, okay, mal eigene Dinge hinten angestellt. Wir vertreten ja theoretisch nicht nur unsere Meinung, weil wir sind ja auch mehrere Menschen. Das ist ja auch das Gute, dass wir mehrere Meinungen haben, die zusammenkommen. Und wir halt sagen, okay, geht so nicht. Vor allem, wenn ich würde halt gern wissen, wie so die Karte jetzt so und so viel kostet, weil wir sind ja nicht nur im Liga-Vergleich, wir sind ja deutschlandweit, glaube ich, in den Top 3 der teuersten Karten. Und ich meine, wir spielen dritte Liga und wie soll sich das, falls wir wirklich mal aufsteigen sollten, wie soll das denn bitteschön, wenn wir, da müssen wir ja trotzdem höhere Preise verlangen, weil es ist ja dann eine andere Liga, aber du kannst ja auch nicht theoretisch dann 5 € teurer als der beste Bundesligist sein, theoretisch. Sind dann zwei Spiele weniger übrigens auch. Das ist dann vielleicht wieder so ein bisschen ein kleiner Ja, aber aufs Ausgleich. Spiel runtergebrochen sind wir ja schon. Ja. Ja, ich glaube, das war ja damals die Begründung, oder? Also sie haben ja irgendwie gesagt, die Preise werden nicht höher. Es sind dann schon höher geworden, weil es ja mehr Spiele waren und jetzt werden sie einfach, ja, einfach pauschal immer höher mit Begründung, wir brauchen mehr Geld. Aber Es ich gab finde dann zwischendrin auch, noch die ja. Geschichte, dass die Mitgliederermäßigung auch weggefallen ist Ja. irgendwie. Das war ja die Region, also die Dauerkarte in der Regionalliga 209 auf der Stehhalle, der Sitzplatz Stehhalle Mitglied, also ermäßigt für Mitglieder, hat 290 € gekostet damals. Und natürlich, wenn man jetzt 575 aufruft, ist natürlich schon gut. Wie gesagt, ist nicht Regionalliga und so, ist schon eine Entwicklung irgendwie, ja. Mit dem MVV übrigens, also ich tatsächlich, ich sehe auch, das ist, wir tun uns ja schwer mit dem Thema, weil natürlich dann sofort Leute kommen und sagen, ja, ihr wollt es ja in der Ruine spielen, dafür muss es euch auch noch was wert sein. Und es war immer schon auch das Argument, es war schon in den 90ern so, dass die Dauerkarte bei uns teurer war als bei den Roten, zum Beispiel im Stehplatz. Und dann ist es immer so, ein guter Geschmack war halt immer schon etwas teurer. Ja, das Ja, aber ist. wie gesagt, also wenn du jetzt auch einen Neubau hinzimmern würdest, da wird es wahrscheinlich noch Eben. teurer, weil das muss ja irgendwer muss das bezahlen. Und geht ja nie wieder runter. Und das ist Wo aber soll eben das eine Geld herkommen? Kommunikationsfrage, glaube ich. Und das ist sozusagen ein bisschen schief gegangen, weil es war schon klar, vor über einem Jahr wurde gesagt, es wird eine zweistufige Erhöhung geben. Das hat der Pfeifer so gesagt.
Und da war klar, dass dieses Jahr auch eine Erhöhung kommt. Nur dieses süddeutsche Interview, das weiß er aber auch selber, ist maximal unglücklich gelaufen. Und die Komplexität der Preisgestaltung, dass man, wenn man über alle betrachtet hinweg tatsächlich, und es sind halt wahnsinnig viele Stehplätze bei uns, das heißt, wenn man das dann gewichtet, dann fallen die insgesamt natürlich viel stärker rein, als jetzt mal blöd gesagt, die paar Hanseln auf der Stehhalle. Aber das Individuum, das auf der Stehhalle irgendwie 15% drauflegt, das schluckt halt erstmal. Und tatsächlich mit der MVV-Thematik, das hat mich ein bisschen geärgert auch, weil oh, alle haben es Deutschland. Ich habe es jetzt zufällig auch, aber ich habe es normalerweise nicht. Also brauche ich nicht. Und ich habe leider auch kein Abo. Ich kann ins Stadion radeln. Aber was man immer nicht vergessen darf, dann sind dann auch noch irgendwie Kinder oder Jugendliche im Haushalt, ja, die auch kein Deutschland-Ticket haben. Ja, das kommt alles noch hinzu. Und wer hat das jetzt erzählt am Freitagabend, dass Leute, die halt deutlich mehr jetzt zahlen pro Person für also an sich mehr, nee, mehr die Anreise im Endeffekt, wenn dann plötzlich teurer ist? Vorher war das gleich null, als der Eintritt selber ist dann auch irgendwie blöd. Ja, Ja. aber gut. Zwei Punkte habe ich da noch. Zum einen, das ist vielleicht ein kleiner Effekt, aber das Highlight-Spiel DFB-Pokal war ja schon immer so auch ein kleiner Anreiz zu sagen, ich habe eine Dauerkarte und kriege dann dafür, wenn es ein wirklich guter Gegner ist, wie jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund, hat mein Platz halt sicher im Stadion. Das fällt halt nächste Saison auch weg. Ich weiß nicht, ob das auch für den einen oder anderen schon ein Anreiz ist, zu sagen, okay, dann schwenke ich eher auf Tageskarten um und beim MVV muss ich vielleicht die Löwe auch ein bisschen in Schutz nehmen. Was ich halt, wie gesagt, blöd finde, ist halt die Kommunikation. Also wir haben ja, wenn man es runterbricht, 38 € berappt für eine Leistung wirklich. Also sozusagen hier, das wird ist die Fahrkarte mit drin, jetzt das einfach so unter Tischkern fallen zu lassen. Hätte man zumindest mal erwähnen können, ja, es tut uns leid, wie auch immer, bla bla blub, dass man das jetzt nicht mehr anbieten kann. Der MVV ist, glaube ich, aber auch echt ein heftiger Verhandlungspartner. Davor schon mitbekommen. Man hat ja viel versucht, das eben einzudämmen, eben wegen, da hat er diese Umfragen gemacht, zu sagen, wie viele Löwenfans nutzen das überhaupt zum einen, jetzt zum anderen dann auch das 49-Euro-Ticket wurde eingeführt. Klar, das ist ein großer, weiß ich nicht, aber viele Löwenfans werden es einfach nutzen und da dann eben mit anreisen können, verstehe ich, dass man diesen Punkt nimmt. Schade ist halt, dass man sich nicht darauf einigen konnte, dass es eben optional angeboten wird für manche Fans dann eben, dass sie sagen können, es drauf buchen. Da glaube ich, ist aber dann eher der Verkehrsverbund der Schuldige, als Ja. dass die Löwen da irgendwie ja, da Steine in den Weg gelegt hätten. Und wenn wir in Bestens. einem Jahr uns hier zusammentreffen und uns freuen über den völlig überraschenden, sensationellen Meistertitel in der dritten Liga mit dieser, was schaust du denn so, Flo? Mit dieser jungen, dynamischen Mannschaft, dann wird kein Mensch mehr darüber jammern und nachdenken, dass die Dauerkarte zu Beginn dieser Aufstiegssaison aber doch ganz schön viel teurer geworden ist. Das ist meine Aussicht, oder? Lustig finde ich noch, fällt mir noch spontan ein gerade, war eine Grundbedingung, dass wir nach Giesing zurück dürfen, dass wir dieses Ticket anbieten oder anbieten müssen. Das wurde uns eigentlich auch gezwungen. Mhm. Ja, jetzt sieht man, dass es einfach so, also einfach so, 49-Euro-Ticket, wissen wir alle Bescheid. Aber es fällt dann doch weg. Es geht dann schon ohne anscheinend. Ist immer ein bisschen interessant zu beobachten, was sich um dieses Stadion tut, was alles erst nicht geht und dann wieder doch. Also stimmt vielleicht zumindest in dem Punkt ein bisschen offen, optimistisch in Richtung Zukunft gerichtet. Aber Vielleicht spielen wir nächstes Jahr auch nicht mehr für 15.000, sondern für 18.000. Huch. Es geschehen immer Zeichen und Wunder. So. Gut. Ja, ist schon wieder ein gutes Stündel rum, glaube ich. Von meiner Seite ist alles gesagt. Ich finde, man merkt so ein bisschen, es ist so, ja, wir gehen so auf das Saisonfinale zu, alle so ein bisschen, ja, brauchen wir mal eine Sommerpause, ruhen wir uns ein bisschen aus und starten dann irgendwie Ende Juli voller Elan durch. Vorher geht es aber, wie gesagt, nochmal für vier Menschen aus dieser Runde am Samstag ins schöne Zwickau. Genau. So viel Marco, Druck, so viel ja, Druck. so viel Druck. Ja, vor allen Dingen das Schlimme, es ist ja auch dokumentiert. In die Ewigkeit kann es jeder hören und sehen auf Außer ich lade den YouTube. Talk nicht hoch, mal schauen. Ja, stimmt, das kannst du jetzt überlegen. Oder Oder ich du schneide es raus. schneidest was raus, genau. So, Marco, vielen Dank. Man sieht sich am Mittwoch und am Samstag in Zwickau. Vielen Dank für deine Teilnahme. Danke auch für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, weiter die Fahne da in der Schanzer-Area. Naja, über die haben wir gar nicht geredet, gell, weil die spielen halt so gar keine Rolle da. Insofern weiter die Fahne der Löwen. Nee, genau. Hochhalten. Und ja, Jan, Flo, auch euch einen schönen Abend. Auch wir sehen uns hoffentlich dann vielfach diese Woche. Jetzt muss ich Und wohl, ja. ja, oh Mann. So, Flo, du schüttelst den Kopf, das hört halt der Zuhörer nicht, gell? Das ist immer so ein bisschen.
Ja, ich habe damit, ja, ich werde da Mittwoch halt nicht sein, aber das war es dann auch. Bist du gar nicht oder vielleicht hole ich dich ab und wir fahren da zusammen hin? Ich erzähle es dir nach dem Talk. Sehr gut. Genau, jetzt. Oh, alles klar. Also, vielen lieben Dank euch und schönen Abend und bis die Tage. Servus. Bis nächste Woche. Danke, ciao.